Was mache ich, wenn intergalaktische Wesen in meine Welt eindringen? A. Taschenlampe an. Jetzt. Okay, okay, auf wie geht's? Ich bin nicht gestorben, mein Gott. Ja, ich musste gerade. Ich habe mich extra hingestellt, weil als in unserer Testrunde wollte Loivado durch das Tor und er ist irgendwie gestorben. Ah, guck, da ist das Ding runtergefallen gerade, glaube ich. Oder es fällt gerade runter. Oh Gott. Ein Zombie. Oh Gott. Zombie. Das ist kein Zombie. Der macht Wiederbelebung. Wir leuchten ihn an, das spawnt ihn. Oh mein Gott. Hast du dich erschrocken? Ist gruselig, ne? Tatü, tata. Der Louis ist da. Ich hab Aufzug gefunden. Oh mein Gott! Ah! Nein! Wir haben Jack verloren. Ich häng fest! Ich häng fest! Hier sind noch ein Zombie. Hier sind zwei Zombies. Ich häng fest. Oh, hier sind Headcrabs. Ey, was zum Teufel? Wieso muss ich jetzt den ganzen Scheißweg nochmal neu laufen? Das ist nicht fair. Ich darf euch warten. Ich häng fest! Ey, wartet mal auf mich! Ja, warte, ich muss mich auch töten. Der Aufzug fährt noch nicht, weil ich hier noch lebe. Ah, jetzt bin ich tot. Gut, der Ärger hat mich getötet. Ich warte auf dich. Ach Gott, hier bin ich! Kuh, was mache ich, wenn intergalaktische Wesen in meine Welt eindringen? Antwort? Disco, Party. So, warte, wir dürfen nicht ineinander, weil dann haken wir wieder hier fest. Drück mal den Knopf. Ja, Moment. Hallo! Epilepsie-Anfall des Todes! Oh, komm, Headcrabs! Ach, die süße Kleinputzchen! Oh, hier hat's ganz schön. Hier ist richtig Blut ausgerastet. Geht nicht auf. Blut ist ausgerastet. Hallo, Headcrab! Hallo! Was ja, komm, mach Tür auf! Los! Ja, warte, müssen wir ansprechen und dann hier hinlocken und dann. Macht er das, weil wir brauchen seine Augen. Wir hätten auch seine Augen rausschneiden können. Das wäre die Alternative. Das wäre schneller gewesen. Wow! Oh mein Gott! Oh, okay, alles klar. Schnell! Ah! Haben wir es geschafft? Oh! Ah! Ich bin in die Luft geflogen. Alle leben, nur ich nicht. Na doch, ich lebe noch. Ich dachte, das wäre mein Tod. Du hast noch 16 AP. Oh je, Headcrab! Wow, Hilfe! Headcrab! Headcrab! Hilfe, ouch! Sie kommt! Sehr gut für dich! Hier ist ein Zombie! Sind keine Zombies, ist noch ein Zombie. Der ist tot. Yeah. Oh Gott, Laserstrahlen. Kann ich dich töten? Ih, guck mal, hast du gesehen? Der ist. Ey, nicht auf. Geh mal da durch. Oh, der Aufzug ist einfach mal gerade runtergefallen. Oh, das ist natürlich jetzt ungut, ne? Wir haben echt Glück, dass das gar nicht chaotisch ist. So, sagen, du hast minus 1 Punkte. Ja, so sieht's aus. Oh! Nein! Nein! Oh, hab ich ein Glück. Ey, woher hat denn diese fucking Waffe? Ah! Und wo geht's hier nochmal verdammt weiter? Hier, da, spring da drauf! Oh, drauf! Ach da! Wir verpassen die ganzen Zwischensequenzen. Es gibt Zwischensequenzen in diesem Spiel? Ja, also so Live-Action, also so Live-Zwischensequenzen. Wir müssen ihn retten! Wir müssen ihn retten! Zombie! Das sah so behindert aus. Alter! Ich weiß, der Zombie alle drei auf einmal, ey, geil. Kommt er jetzt mit, der Typ? Wir haben ihn angesprochen. Ja, er kommt mit. Großartig. Der hat nämlich eine Knarre. Das ist ganz Marci hat. Marci hat einen Score hinter sich. Brücke, sie tot! Sag mal, ist Friendly Fire, Jan? Nee, ist zum Glück nicht. Okay, gut. Das ist auf so vielen Ebenen verkehrt. Das ist so bescheuert. Altaro schlägt vor, tötet den Typ mit der Knarre und dann habt ihr die. Nein, der gehört zu uns. Altaro, wie heißt es? Grüße übrigens an Altaro. Das ist ein sehr guter Kollege, den ich von der Dreamhack angeworben habe. Ah. Der Nerdster ganz cool fand und gegen den ich Street Fighter gewonnen sowie verloren habe. Also ein sehr würdiger Gegner. Also seid ihr sehr diplomatisch gewesen. Genau. Wie so Hippies. So, wir müssen hier rein, aber alles voller Headcrabs. Lebe. Ich hab 16 HP, Alter. Ihr müsst mich schützen. Aua, das bin ich! Ich lag einfach irgendwo hin. Ja, merk ich wohl. So, ich hab die Headcrab kaputt gemacht. Nein! Marci, du hast Kit bei Headcrab. Ah, da ist das Scheißding! Wo ist das Scheißding? Ups. Oh Gott, wo bin ich gespawnt? Ich hab keine Waffen, gar nichts. Was ist das denn? Ich hab gar nichts.
So, ich tank erstmal. Ah, jetzt. So. Wartet auf mich. Also ich kann das Level auch beenden ohne euch, ne? Nee, nix. Ey, bist du schon weitergegangen oder was? Ja. Ich höre deine Schritte, aber ich weiß nicht, wo du bist. Hier bin ich, hallo. Ach, da drin ist der. Level Change. Ich hab das Medikit leer gemacht. Liegt noch eine Waffe für euch, ne? So, komm, wir können das Level hier durchmachen. Warte, hier gibt's eine geile Szene gerade. Oh, ich hab eine Knarre. Fetz! Siehst du hier, wie der Typ gerade gefressen wird oder mutiert? Das ist ziemlich geil. Was und dann sieht man hier richtig so, wo die ihren Mund haben. Und das ist schon cool. Das ist schon ziemlich cool. Ach, da bist du. Ich wundere mich schon, wer vergewaltigt den Büromitarbeiter in der Ecke. Das ist schon geil. Ich glaube, hat man... Was? Oh. Waffen! Ich habe eine Knarre! Level Change! Aber ihr müsst Munition ausharren. Also... Ich bin drin! Da müssen alle drin stehen. Ah ne, nur einer. Ich sag's doch. Nee, glaube ich. Boah. Headcrabs! Ja, ist es. Ja, Altaro. Die Frames in Street Fighter sind sowieso die größten Schlampen ever. Wie geht jetzt diese Kacktür auf? Ach hier, vielleicht das Knöpfchen drücken. Mein Gott. Was ist das für ein Ding? Spart Munition. Was hab ich denn angegriffen? Sind das... Und die machen sogar Aua. Aber ich habe diese ganzen Namen von den Aliens auch gar nicht mehr am Start. Ich wusste die mal alle. Das sind Aliens? Ich dachte, das sind Hunde. Ja, Hunde-Aliens. Hunde-Aliens. Yeah. Mahlzeit. Achtung! Alien Slave! Boah. Das ist ein Professor. Nehmen wir den mit? Oh, ich habe gerade Munition hier drin. Ist Munition drin, ne? An den Kisten. Rechts, genau. Und hier geht's runter. Autsch. Boah, es ist laut auf einmal geworden hier. Hier ist noch Health. Genau, wenn ihr es haben wollt. Ist bei euch auch lauter geworden? Ja. Ja, ein bisschen. Viel. Wo müssen wir hin? Ich glaube hier runter. Da. Boah, warum ist das so laut? Warte, ich muss das mal leiser stellen. Das ist ja ätzend. Alter, Luivado war gerade für einen Moment tot und dann stand er auf einmal wieder. Wie so eine Eins. Leben tot. Ja. Genau. Was ist das hier? Man kann euch nicht joinen, das ist vielleicht auch gerade an der Stelle. Oh, Achtung. Oh. Einfach schwimmen. Boah, ich muss leiser machen, ich halte das nicht aus. Ah. Also im Wasser ist es okay. Jetzt kam gerade die Frage aus dem Chat, kann man euch joinen? Überlebt ihr oder sterbt ihr da unten? Hier geht's hoch. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Ja, sind wir. Man kann auch mitspielen, nicht in der ersten Session. Wir spielen jetzt jeden Montag und es ist immer ein Platz frei. Und jeden Montag kann einer aus der Community mit dazukommen und mit uns spielen. Das haben wir uns überlegt. Wir wollten aber die erste Runde alleine öffnen. Achtung, da kommen jetzt Headcrabs runter. Macht euch bereit. Ach ja, und übrigens, ne, die Leute, die für Sven Korb gespendet haben, bekommen eine elektronische Cowboy im Spiel. Ja, okay. Krass. Oh, ich bin tot. Weil wenn du zum Beispiel Rechtsklick bei der Cowboy machst, dann steht das da. Electric Cowboy is only for donors. Die waren auch mal intelligenter. Irgendwie muss man gar nichts machen. Jetzt das Spiel wieder so leise. Das ist doch echt... Ich muss aber auch gestehen, ich habe die Half-Life. Noch nie im Koop gespielt. Autsch. So, Achtung. Haut sie um! Gesellcrap. Warte, mach die Kissen kaputt, Mann. Braucht eine Energie? Ich bin voll. Der ist gerade gestorben. Dark Schalt ist da, moin. Was hab ich denn da jetzt hier? Revive. Achso, das ist ein dicker. What the fuck? Das ist übrigens auch typisch für Half-Life, so kleine Kletterpassagen. So. Oh, ich bin runtergefahren. Revival fell. Das bin ich halt runtergefahren jetzt, ne?
war. Wo war denn? Mars, die wieder runtergefahren. Goddammit. Ah, hier geht's. Hier geht's, Ach, warte, da oben auf der, an der Decke, Vorsicht. Ja, die musst du nicht tot machen. Die kotzen dann was aus. Wir müssen hier lang, komm mal mit. Hallo. Schaffst du's? Kannst du nicht sterben? Mist hier, ey. Wo bist du? Oh. Autsch! Scheiße! Warum? Ich dachte, ich komme an die Leiter. Connor spielt Deadpool. So, jetzt sind wir unten. Vorwärts. Boah, wie unser Blut hier überall rumfließt. Freitag hat Steffen seine Geburtstagsparty und dann gehen wir alle zusammen in Deadpool. Das wird ziemlich cool. Ja, das hört sich doch toll an. Wo gehen wir hin? Da hinten raus. Keine Ahnung. Wie war das nochmal? Ich glaube, wir können hier rein. Wir können da rüber. Oh. 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 Was ist los? Was macht ihr schon wieder für Sachen? Komm, nichts. Soivado hat sich von so einem Viech auffressen lassen. Du musst das ja auch töten. Funktioniert das? Hey, wie bist du da rüber gekommen? Ja, hier ins Wasser und dann da durch. Das geht nicht mehr. Hier durch, da unten. Da durch. Wasser, was? Genau. Ist hier eine Treppe oder was? Ah nein, der ist eine Leiter. Wir sind die Oberprofis. Und die richtigen Liebling-Momente kommen noch, ey. Das Hallo Darkchild, cool, dass du da bist. Hier ist nix. Ganz viele neue Gesichter, das ist toll. Oh, ja, warum schmeißt du mich ins Wasser? Sorry, wollte ich nicht. Aber lustig ist es trotzdem. Oh, es gibt so viele tolle Levels, die man in Sven Coop spielen kann. Da haben sich manche Leute so richtig coole Stories ausgedacht. Aber ich glaube, als Opener ist die Half-Life-Grundstory schon ganz aufregend. Als Opener? Ja, wir spielen das jetzt das ganze Jahr. Ey, wo seid ihr jetzt hin? Das ist wieder was für Ulvado jetzt hier. Ihr seid die Treppe hier hoch, nehme ich an? Die Leiter meine ich. Ich will zuschauen, wie Serien das macht. Oh. Schieß auf ihn! Anarchie! So, er kommt. Könnt ihr mal dafür pissen? Wie geht's jetzt hier weiter? Hä? Wie hast du die Tür aufgemacht? Einfach drücken. Mit E. Gott. Also ich drücke mal E. Warum sind hier solche engen Gänge? Ich finde das nicht cool. Das erinnert mich immer an Doom. Doom, 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 Doom. Level Change. Level Change. High Five in die Webcam in 3, 2, 1. Naja. Wir sind Profis. Was ist los mit Level Change? Ist schon? Nee. Kein Level Change für uns. Aber warte, wir müssen hier drauf drücken, glaube ich. Nee, nicht. Ah! Machst du verrückt daran? Das gelöst. Er will nur mal kurz draußen gucken. Und schon geht die Tür zu klatsch.